schon mal die Gleise oben. Das heißt, hier müsste irgendwo das Ding ja nicht angekommen sein. Ich tue mich gerade schwer zu orientieren. Wo ist hier außen? Ich glaube, das waren die zwei Tunnel, die nach Norden führen und dann in den westlichen Komplex abbiegen und von da aus dann weitergebracht werden müssen. Also ich glaube, wir müssen in den unteren Bereich hier irgendwo. Warte, nicht drücken. Das will ich erst anfordern. Du hast keinen Strom. Loading Platform. Oh, warte, ist das schon die Kanone? I think I found the assembly space. Yep. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the arc. Right. I'll go pick it up. Ja, ja, okay. Also wir sind. Oh, hi. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something! I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the Ark! I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down! Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Oh God. Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you? War kein Unfall. Oh. You mean Catherine. Don't worry, it's better this way. Yeah, okay. Sie mechanische Hände? Das ist ein Teil vom Anzug. How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. Haben auch das Werkzeug da gelassen und haben sie nicht weggebracht. Also mit denen muss auch irgendwas passiert sein kurz danach. Oder sind einfach panisch abgehauen. How did they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Sie hatten einerseits natürlich recht, dass man nichts riskieren soll. Aber ich denke nicht, dass Zeit wirklich ein vorteilhafter Faktor wäre für die Arche. Also jetzt ist es sogar noch schlimmer. Weil es ist keiner rausgegangen und hat da irgendwie... Did you have friends in Toronto, Bojen repariert oder sonst was. Real friends? There were some. Jesse, Sean... Kevin? I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Also ja, es wird keiner was repariert haben. Überhaupt Sachen zu reparieren ist schwierig. It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky. We just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still,
One hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. Ne, man könnte auch WoW klar machen, dass die Menschheit in der Arche ist und dass deren Hauptaufgabe, also die Hauptaufgabe von WoW jetzt daran ist, der Arche genug Strom zu geben. Was für WoW kein größeres Problem sein sollte. Vor allem, wenn WoW anfängt, an die Oberfläche zu kommen. Aber, ja. So. Also nein, ich habe mich vorhin vollkommen falsch orientiert. Wir müssen jetzt den Schienen folgen. Das sind die falschen Schienen, oder? Weil dann wäre das Ding hier im Weg. Vielleicht müssen wir es da einmal umsatteln oder so. Hallo. We got the Ark back. Good job, Simon. Take it to the assembly space and load the bullet. Oder wir tragen sie einfach selber da hinten hin, anstatt Schienensystem zu benutzen. Aber ist ja nicht so weit. Brauchen wir die Sicherung nochmal? Alles recht düster aus hier. Ja, wir brauchen die Sicherung gleich nochmal. Okay. Oh. Nicht zu lange draufstarren. Man könnte drüber nachdenken, was das alles für Implikationen hat, wenn wir Mist bauen. Du kommst mit. Nutzlast erkannt. Hier wird es noch nicht abgeschossen. Ne? Es wird erstmal von hier aus jetzt zur Kanone selber transportiert. Hier können wir nichts machen. Ne, wir können es nur wieder mitnehmen. Okay. Dann bis gleich. Is that it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Come back up and we'll head out to the gun. No, yeah. Zeig mir noch mal die Karte. Auch wenn ich mich jetzt schon dreimal trotzdem verlaufen habe, trotz der Karte. Einfach nur hier geradeaus durch. Das ist eine Leiter runter gewesen. Egal. Launch Dome. Warte, müssen Sie dann mitnehmen? Now, now we just need to get the shell under the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you going to get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega Space Gun with your bare hands. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Außerdem haben wir eine Version von Simon von vor ein, zwei Stunden, die wir auch hochladen könnten. Genauso von Catherine. Also, ja.
Simon hat noch nicht ganz realisiert, was alles gerade passiert, aber tut sein Bestes. Sehr vertrauenserweckend. Das ist der Stuhl. Oh. Ist da hinten noch einer? Nee. Schauen wir uns erstmal ein kleines bisschen um. Da unten ist ein Schienensystem. Oh, da ist schon Ah, das ist die Kugel selber. Ja, okay. Ja, wirklich viel sehen kann man nicht. Es wäre ganz gut, wenn wir eine Checkliste haben, ob oben die schwimmende Basis noch intakt ist und so weiter. Das wird Catherine gleich alles machen, sobald wir sie einloggen. Dann verbindet sie sich hier mit den ganzen Computern. Danger, danger. Mhm. Oh, I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Ja, Stuhl da. Comfortable? As good as it's gonna get. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Whoa, ich bin Kran. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Ein Knopfdruck, huh? Also Simon wird sich jetzt sehr unwohl fühlen. What are you waiting for? Just bracing myself. Well, push the button when you're done. Es braucht einen Moment. Catherine, okay? Wir haben gerade die gesamte Last der Menschheit auf unseren Schultern und müssen über unsere eigene Sterblichkeit nachdenken. It's just crazy thinking about what we're doing. Ditching Earth. Boggles your mind, doesn't it? Deinem nicht anscheinend. Come on, Simon, let's get going. Push the button. Deep breaths, Catherine. Soon we'll be among the stars. Let's hope so. Okay. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't mention it. It's an amazing thing you did. I want you to know I appreciate it. Time. 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. Thought you guys would have better bandwidth in the future.
Das sieht gut aus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Yeah, we made it! Getting on the Ark, I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. Well, listen, you know why we're here. You were copied onto the Ark, you just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. Skip Toronto coin toss. Bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks. But our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. No. Fuck this. Fuck this! Fuck you! Fuck you, Catherine! You lied! And I believed in you! I trusted you! You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! Fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Ja, okay. Also, es ist sehr frustrierend gewesen, Simon zu spielen. Ich hoffe, ich habe nichts gespoilert. Das müsste soweit alles okay sein. Weil es ja doch ein sehr lineares Spiel ist. Das ist einer der Nachteile. Aber ich finde, man merkt es nicht ganz so stark wie bei anderen Spielen. Also gerade die Phasen draußen im Meer. Kam es mir zumindest so vor, als hätte ich eine freie Wahl. Auch wenn es nicht wirklich der Fall war. Aber ja, zurück zu Simon. Simon ist ein Vollpfosten. Also nicht nur, weil er hochkomplizierte Sachen nicht versteht, was völlig okay ist. Sehr viele Menschen machen sich über gewisse Themen nicht so viele Gedanken, bis sie irgendwann sehr alt sind und dann ist es zu spät. Aber grundlegende Sachen wie Copy-Paste sollte er verstehen. Ein Teil davon, also auch allgemein, wie er sich verhalten hat, ist komisch. Auch noch, als er noch der Originalmensch war. Zum Beispiel, dass er einfach in das eine Büro da eingebrochen ist, weil Manchi nicht da ist. Das fand ich schwer zu RP'en, also Roleplayen, weil normalerweise hätte er einfach an der Tür da geklopft und dann ist gut. Solche Sachen. Aber das sind nur Kleinigkeiten. Das Spiel an sich finde ich super. Also auch wenn ich mich sehr über Simon aufrege, die Konzepte dahinter und das Nachdenken über was bedeutet es, man selbst zu sein und was ist quasi nach dem Tod, solche Sachen. Super viele Anreize, man kann da schön drüber nachdenken. Ist genial. Die Kontinuität. Es kommt gleich noch was, deswegen weiß ich gerade nicht, wie viel ich reden soll. Ich denke, ich lasse jetzt einmal kurz das Ende hiervon durchlaufen, ein bisschen schneller. Und dann machen wir noch was und dann rede ich über die komplexeren Sachen.
Hi, Simon. Whoa. Is this... Did it work? Hast du die Hände? Bye bye, Stuhl. Sonnenlicht, Vogelgezwitscher. Gucken wir mal, ob wir statisches Wasser haben. Ja, fließendes Wasser ist ab. Hochgeladen worden. Also wir sind jetzt in dem Waldmodul, das wir uns wahrscheinlich angeguckt hatten. Allerdings haben wir eine Kopie davon bearbeitet, von der Testarche. Wir haben nicht diese Arche manipuliert. Was auch super interessant gewesen wäre, wenn wir jetzt noch Entscheidungen getroffen hätten haben müssen. Was? Wenn wir noch Entscheidungen darüber getroffen hätten, wie das Ding jetzt am Ende aufgebaut ist. Und dass man eine schwere Entscheidung treffen muss. Wie gesagt, es gibt keinen Himmel oder keine Wolken oder keine Tiere oder was auch immer. Aber das hier sieht soweit vollständig aus. Gucken wir uns mal um. Sehr idyllisch auf jeden Fall. Nach dem sehr langen Tag unter Wasser. Keine Monster, die einen jagen. Aber bisher noch recht, leer. Die Vögel könnten auch nur Sounds sein. Mal gucken. Kalibrierungsvermessung, Version 03. Willkommen. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrung geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich normal. Also besser als vorhin. Vorhin waren wir ein komischer Roboter in der Leiche. Ja, ich fühle mich normal. Im psychischen Zustand. Sehr gut. Sehr gut verglichen mit vorher. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Bewusster und genauer war, weil wir gerade mehrere Nahtoderfahrungen hatten und das alles sehr trist war. Und es ist einfach nur schön, die Natur zu genießen. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Angenehm. Ja, definitiv angenehmer als vorher. Beunruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Ich, also Simon, war schon eine Weile jetzt nicht mehr wirklich menschlich. Also, ne, ich fühle mich gut. Wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr? Es ist eine direkte Fortsetzung meines vorherigen Selbst. Hehe, ja, für diesen Simon schon. Finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Ja, genau wie mein voriges Leben. Sein voriges Leben schien nicht so super interessant zu sein, verglichen mit Raumstationen und tierisch abgefahrener KI und all sowas. Also ich würde sogar sagen, eher mit mehr Bedeutung. Also gerade auch wegen dem, was er zwischen der Toronto-Zeit und jetzt erlebt hat. Aber nehmen wir das Positivste von denen. Möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt werden und den Tod akzeptieren? Nein. Dieser Simon ist mega happy, dass alles so gut geklappt hat. Gut. Trotzdem würden wir ganz gerne Leute finden. Und vielleicht auch eine richtige Crafting Station. Da können wir anfangen, Holz zu hacken. Und so. Ein Haus bauen. Das
Es scheint auf jeden Fall groß zu sein. Wir hatten auch irgendwo die Daten. Also dieses Modul sollte jetzt irgendwie nur 2 Quadratkilometer oder so sein. Aber es gibt mehrere Module. Catherine? Oh. Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Was mir gerade einfällt, als wir die Arche hier zum ersten Mal gesehen haben, stand da schon Tag 300 noch was drauf. Das heißt, eventuell die Stadt, die man im Hintergrund sieht, die wurde schon von den Leuten gebaut, die hochgeladen wurden. Die waren noch eine ganze Weile da, in dem einen Raum mit dem letzten Menschen auf der Erde. Eigentlich müssten wir jetzt noch was bekommen, oder bin ich mir nicht ganz sicher? Nein. Weil wir hatten ja eine Entscheidung auch getroffen, ob wir den zweiten Simon, also mit dem, wo wir hier unten aufgewacht sind, den haben wir quasi sediert und den hätten wir auch töten können. Es wäre jetzt auch noch interessant, wenn man in dem auch noch aufgewacht wäre. Ah, aber das wird ja impliziert durch das gespaltene Ende jetzt am Ende. So, Kontinuität. Erstmal die Leute hier auf der Station. Also auf der einen Station ging es hier primär nur darum. Die anderen hatten nicht wirklich Zeit und sind schnell gestorben und dergleichen. Aber sie haben halt irgendwann hier auf der Station das Konzept der Kontinuität aufgefasst von dem Buch, das der eine gelesen hat. Und demnach wäre es folgendermaßen. Die Menschen haben ein Bewusstsein. Also du und ich, wenn wir gerade hier, also ich rede und du gerade hörst, dann nehmen wir das auf und denken, dass die Person, die es aufnimmt, beziehungsweise die Person, die redet, dass man das selbst ist. Und wenn man jetzt diesen Körper abspeichern würde und die Gehirnströme und so weiter und das irgendwo anders hinspeichert oder kopiert oder transferiert oder wie auch immer, dann wäre das eigene Bewusstsein nicht da. Da ist denn vielleicht jemand, der genauso aussieht wie man selber, aber das ist nicht man selbst. Was Unsinn ist. Alles ist eine 1-zu-1-Kopie. Und das Ding da drüben wird auch ein Bewusstsein haben. Denn ein Bewusstsein erstellt sich dadurch, also es ist jetzt meine Theorie, kann auch falsch sein, aber meine Theorie ist, ein Bewusstsein erstellt das Gehirn. Das heißt, genauso wenn man morgens wach wird, wenn man wach wird, formt das Gehirn Abläufe. Also erstmal hat man instinktive Abläufe, wenn zum Beispiel man pennt, tief und fest, plötzlich klingelt es an der Tür, man stolpert panisch in die Richtung, man ist dann in der Lage, sich zu bewegen. Das sind motorische Fähigkeiten, die das Gehirn oder der Mensch dann immer hat. Man ist auch in der Lage, sich zu artikulieren, wenn der jemand vor der Tür steht und ein Paket in die Hand drückt oder so. Aber es ist halt alles nicht voll da. Es ist halt nur die Grundlagen. Und dann reibt man sich ein bisschen die Augen und dann trinkt man vielleicht einen Kaffee oder einen Tee oder was auch immer und wird nach und nach wach. Und in der Zeit wird der Rest aufgebaut. Das heißt, der Charakter wird auch geformt, also wie man drauf ist, gerade wegen dem Türklingeln ja wahrscheinlich eher nicht so. Dann, wie hat man geschlafen, all solche Dinge beeinflussen dann die Stimmung. Das ist ein Teil des Charakters.
Die ganzen Erinnerungen, die man hat, die im Gehirn abgespeichert sind als Daten, die formen deine Entscheidungsfindung. Also wenn du mit einer Situation konfrontiert wirst, erinnerst du dich an eine ähnliche Situation oder nicht und dementsprechend verhältst du dich dann halt auch. Das heißt, wenn irgendwo ein Klon von dir wach wird, wird er sich genauso verhalten wie du. In dieser Situation dich verhalten würdest. Wenn du zu dem Zeitpunkt wach werden würdest. So, denke ich, läuft das ab. Und das macht für mich auch am meisten Sinn. Für die Theoretiker hier kam es mir so vor, als wenn sie glauben, dass es sowas wie eine Seele gibt. Ich glaube, sie haben es zum keinen Zeitpunkt so genannt, aber es hörte sich alles sehr esoterisch und religiös an. Und die haben halt geglaubt, dass wenn sie sich dann töten, zu dem Zeitpunkt, wo sie kopiert werden, dass dann ihr Bewusstsein dahin transferiert wird. Also ihre Seele dann dahin transferiert wird. Was für mich einfach nur doof klingt. Also zum einen, weil ich halt ein besseres Verständnis von meiner Theorie habe. Aber da bin ich vielleicht auch befangen. Zum anderen aber auch, weil wie wollen sie das timen? Das heißt, und wie bringen sie die Seele darüber? Die machen so viele Annahmen. Okay, habe ich auch, aber ich denke, meine sind ein bisschen begründeter in Theorie, weil ich mich halt ein bisschen in sowas reingelesen habe. Also sie bringen sich um, genau zu dem Zeitpunkt, wo die Daten kopiert werden. Und dann taucht die Seele magisch in dem neuen Körper auf, weil sie erschnüffelt hat, dass dieser Körper genauso ist wie der alte Körper und dass sie da gut reinpassen. Oder müsste man sich töten, genau eine Nanosekunde, bevor man eingescannt wird? Nee, dann wäre die Seele auch nicht da. Andere Methode wäre, sie glauben, dass die Seele in dem Körper ist, also mit abgespeichert wird und dann, also ein bisschen wie früher dieser Aberglaube da war, dass wenn man fotografiert wird, dass man seine Seele verliert, dass die Seele dann im Foto ist oder so, dann bringen sie sich um, weil sie glauben, sie hätten zu dem Zeitpunkt schon keine Seele mehr. Ist aber auch komisch. Also ja, es wirkt für mich alles sehr komisch. Andererseits sind es auch die letzten paar Menschen, die überlebt haben nach einer riesigen Katastrophe, die die Menschheit zerstört hat. Die werden nicht alle super logisch und objektiv und so weiter denken. Ja, der Münzwurf ärgert mich nur trotzdem. Also dass Catherine den erwähnt hat, das musste echt nicht... Nee. Also dass sie daran glaubt, fand ich halt ein bisschen schade. Ich fand sehr, sehr ärgerlich, dass Simon so verfiebt drauf war. Also, dass er nicht begriffen hat, dass er die Roboter tötet am Anfang und das sind eigentlich Menschen dann abgespeichert. Dass er da so kühl mit umgegangen ist, könnte ein Teil seiner Verdrängung sein, dass er selber ein Roboter ist. Dann aber später, dass er nicht checkt, dass wenn er transferiert wird, dass hinten halt auch noch ein Simon ist. Der blendet das vollkommen aus, dass da noch ein anderer Simon ist und dass der kein Tool hat, sondern in dem Raum dann eingesperrt ist und nie wieder rauskommen wird. Und dass, wenn er sich am Ende auf den Stuhl setzt, dass er da halt sitzen bleibt. Genau wie der andere Simon da sitzen geblieben ist. Er ist nur aufgewacht, also Simon 3.0 dann müsste das sein, ist dann in dem anderen Stuhl aufgewacht, nach dem anderen transferiert in dieser neuen Leiche. Und für ihn, ja, sein Gehirn hat halt die Erinnerung auch, aber es ist, der andere ist trotzdem auch noch da. Das, ja. Es könnte sein, dass andere Menschen das auch nicht so begreifen würden, aber für mich war es frustrierend. Also auch als ich das Spiel zum allerersten Mal schon gespielt hatte, war mir sehr schnell klar, und ich denke euch auch, wie solche Abläufe funktionieren. Und dann so einen Hauptcharakter zu haben. Ja, trotzdem, es ist ein sehr schönes Spiel. Es regt Diskussionen an, gerade jetzt mit meiner Theorie, was ist Bewusstsein und was nicht. Und wenn ein Spiel sowas schafft, ist das immer sehr gut. Die Stimmung war genial. Man hat nicht unbedingt gemerkt, dass es nicht wirklich viel Auswahl gab. Also gerade wenn man unter Wasser unterwegs war, fand ich das sehr gut gelöst. Da hatte ich das Gefühl, ich könnte überall hingehen, aber es macht halt eher Sinn, den Lichtern zu folgen oder den Strukturen von den Gebäuden zu folgen und so weiter. Aber ich hatte halt keine unsichtbaren Wände, die irgendwo im Weg waren oder ähnliche Dinge. Also das haben sie gut gelöst. Es wäre trotzdem schön, wenn es ein bisschen mehr Auswahl gäbe. Einen Punkt hatten wir am Ende mit der Wow. Da habe ich die Wow nicht infiziert und es hat keinen Unterschied gemacht.
hätte man sie infiziert, hätte man den Arm verloren. Und der Arm wäre einfach in der letzten Cutscene abgewiesen. Aber man ist danach ja in dem Stuhl und dann wacht man wieder mit einem Arm in dem Ding auf, in der Arche. Man kann sich denn zurechtspinnen, was denn weiter passiert. Aber man sieht davon halt nichts. Also wenn man die Wow nicht infiziert, kann man, wie ich es auch angenommen habe, glauben, dass die Wow sich weiterentwickelt und irgendwann die Menschheit wieder aufbaut und klont oder was auch immer. Und wenn man sie infiziert, dass dann die Wow abstirbt und die komplette Erde tot ist. Also alles. Bis auf irgendwelche rudimentären Lebensformen, und dann dauert es Millionen Jahre, bis sich wieder irgendwas Intelligentes da entwickelt. Und bis dahin wird die Arche kaputt sein. Also ist das für mich das bessere Ende, was wir jetzt hatten. Ja. Schönes Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und man sieht sich bei meinen anderen Projekten. Bye, bye.